Moin, wir sehen uns heute an, wie man zwei Brüche zusammenrechnet. Und wir fangen an mit der Addition, am Beispiel 2 Drittel plus 1 Halb. Wir machen das nach der todsicheren Methode. Das bedeutet, wir überlegen heute bei diesem Video nicht, ob man kürzen kann oder irgendwelche anderen Tricks anwenden sollte, sondern wir verwenden die Methode, die immer bei Brüchen funktioniert. So, und wie geht das? Wir starten mit Nenner. Mal Nenner ist gleich Hauptnenner. Das heißt, ich rechne als erstes 3 mal 2. Ich mache schon mal die Bruchstriche hin und das Pluszeichen. 3 mal 2 sind 6. Wir haben also Sechstel. Jetzt geht es über Kreuz weiter. Wir rechnen 2 mal 2 und 3 mal 1. 2 mal 2 ist 4. Das muss dann auch dorthin, wo vorher die 2 war. Und 3 mal 1 ist 3. Das muss dorthin, wo vorher die 1 war. Bei Plus könnte ich das zwar vertauschen, aber schreibt es lieber gleich an die richtige Stelle. So, jetzt haben wir 4 Sechstel plus 3 Sechstel. Das ist gar kein Problem. Das sind 7 Sechstel. Tja, und damit sind wir mit der Addition schon fertig. So könnt ihr jede Additionsaufgabe rechnen. Wir machen weiter mit der Subtraktion, also Minus rechnen. 2 Drittel minus 1 Halb. Subtraktion geht genauso wie Addition. Nenner mal Nenner ist gleich Hauptnenner. Dieses Mal steht aber zwischen den Brüchen natürlich ein Minus. Wir rechnen also mit Sechsteln. Und es geht wieder über Kreuz weiter. 2 mal 2. Und 3 mal 1. Das kennen wir schon. 2 mal 2 ist 4. 3 mal 1 ist 3. Es ist fast die gleiche Aufgabe, nur dieses Mal mit Minus. 4 Sechstel minus 3 Sechstel sind 1 Sechstel. Und damit sind wir fertig. Wir kommen jetzt zur Multiplikation, also 2 Drittel mal 1 Halb. Hier ist die Regel Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Also oben die Zahlen multiplizieren, unten auch. 2 mal 1 ist 2. 3 mal 2 ist 6. Das Ergebnis ist 2 Sechstel. Damit sind wir als letztes bei der Division. Hier gibt es einen Zwischenschritt, denn wir merken uns, dividieren mit Brüchen, das machen wir gar nicht. Ja, das fangen wir gar nicht erst an. Wir wandeln das Ganze in eine Multiplikationsaufgabe um. Der erste Bruch bleibt stehen. Aus dem geteilt wird ein Mal und der hintere Bruch wird umgekehrt. Ja, Zähler und Nenner werden vertauscht. Wir haben also aus einer Geteiltaufgabe eine Multiplikationsaufgabe gemacht. So, und jetzt rechnen wir einfach. 2 mal 2 ist 4 und 3 mal 1 ist 3. Und damit haben wir alle Grundrechenoperationen geschafft.